Wir begrüßen euch wieder recht herzlich zu unserem neuen Video. Bulzep, grüß euch. Matthäus, grüß euch. Wir sind heute wieder im schönen Waldviertel unterwegs und haben jetzt gesagt, wir werden ein Video für euch machen, wie wir die neue Rehwildbejagung sehen, die sich jetzt doch aufgrund der waldbaulichen Situation stark geändert hat, wie wir da vorgehen, wie wir das machen. Zu dem Ganzen nehmen wir euch jetzt einmal mit. So, wie ihr da jetzt gut erkennen könnt, wir stehen da in so einer Kultur und man sieht schon, es ist nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren war, dass ich sage, ich habe Altholzflächen, wo ich auskaufe, es hat sich einfach alles verändert und so haben wir unsere Jagd ein bisschen ändern müssen. Man sieht, wenn da ein Reh herinsteht und man ist nicht genau in der Schneise, danke, dann sieht man einfach nichts mehr. Und zu dem Thema wird euch der Matthäus jetzt ein bisschen was sagen, wie man, also was man da für uns machen kann, dass man da in die Flächen auch einen gezielten, weitgerechten, sauberen Schuss anbringen kann. So, wir haben jetzt wieder ein Gewinnspiel für euch. Es schreibt bitte in die Kommentare, wann ihr im Herbst mit der Geiß- und Kitzbejagung anfangt und warum. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Zum Gewinner gibt es da mal was Supers, was wir in der Prompt für angehabt haben. Das ist die Garnitur, so ein Longshirt, eine Hosen dazu, ein Gesichtsschutz und Handschuhe, also alles, was man für die Blattjagd, für die Lock- und Reizjagd brauchen kann, von der Firma Hart. Das ist ganz dünner, angenehmer Stoff, ist mit so einem Mückenschutz imprägniert. Und wie gesagt, wenn ihr das kommentiert, so wie wir euch das gesagt haben, nehmt es wieder automatisch bei der Verlosung teil. Der Hansi wird wieder ein kurzes Video machen, wie es zu dem Gewinner gekommen ist, dass das alles reell anrennt. Und ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung. Wie der Sepp vorher schon gesagt hat, ist es halt auf die Kulturen, wo wir relativ viel haben, sehr schwierig, dass ich sage, okay, ich sehe weit aus. Wir haben da riesen Flächen, riesen neu bepflanzte Flächen, wo das Gras halt relativ hoch wächst. Man sieht nicht mehr von normalen Hochstand, sage ich mal, alles an. Die Abhöfe, was wir jetzt in den letzten Monaten getestet haben, sage ich mal, ist der Klettersitz, wie man im Hintergrund sieht, die Bäume, die paar, die da noch steigen, waren jetzt perfekte Bäume für den Klettersitz. Ich kann da auf, je nachdem wie weit ich mich aufgetraue, aber ich sage mal bis 15 Meter, kann ich mich da hinten auf die Baum spülen und da schaut die Welt ganz anders aus. Man sieht natürlich auch um einiges mehr aus. Wenn ich jetzt da wirklich auf 15 Meter Höhe bin, das Gelände ist bombiert, man sieht über manche Kuppen drüber und da erschließt sich das nächste Thema und zwar, man sieht relativ weit und man kann auch relativ weit schießen. Was halt wieder die Frage ist, wie gut man das bewerkstelligen kann, was man halt für Werkzeug hat. Unsere Waffen, die was wir da benutzen, habt ihr in den vorherigen Videos schon gesehen. Nur ganz kurz, wir haben eher schnellere Kaliber, auch ein bisschen größere Kaliber, wie man sieht bei den Gras. Wenn ich da so ein 223 oder irgend sowas schießt, dann ist das relativ schnell weg, das Geschoss, sondern wir sind irgendwo bei 6, 6,5 mm, 7 mm manchmal. Und was halt dann auch den großen Vorteil bringt, dass ich ein bisschen weiter auch windstabiler bin und wenn es möglich ist, auch weiter zum Schießen habe. Ganz kurz zu den Kaliber. Wir zum Beispiel verwenden jetzt ein 6er Creedmoor und 270er, irgend sowas in ihrer Gegend. Aufgrund dessen, dass ich eben auch weiter schießen kann und wo sich auch ein neues Thema dann aufschließt, und zwar mit das Thema Bleifrei wird immer präsenter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 8,57 habe, wo ich sage, okay, da sind wir irgendwo bei 700, 800 Meter Sekunden, sind wir beim Bleifreien irgendwo bei 120, 140, 150 Meter maximal, stehen wir da irgendwo an. Das heißt, wir müssen ein bisschen schneller werden, dass wir auch auf 200, 250 Meter da eine super Wirkung haben. Ganz kurz noch zu der Optik. Wir haben, wie man da sieht, im Hintergrund Riesenflächen, wo man auch weit aussieht. Und gerade da, auch mit dem Klettersitz, will ich da jetzt nicht unbedingt relativ viel klumpert mitzahlen, sondern ich will so wenig wie möglich mithaben, so und auch so effektiv wie möglich. Wir haben meistens so um die 24, 30-fach, oft sogar eine 40-fache Vergrößerung. Aus dem Grund, wenn ich jetzt mit der Wärmebühne in der Kultur irgendwo ein Stickel sehe, kann man mit der Waffe auf die Stickel konzentrieren. Wenn es passt, kann ich natürlich auch schießen, aber da ist halt der große Vorteil, dass ich es gleich mein Gewehr ansprechen kann. Und ich verliere das nicht, weil wenn das jetzt vor einer Schneise, wo es in der Kultur gemäht ist, in die nächste geht und ich muss mein Spektiv wieder suchen oder mein Gucker und dann wieder schauen, ich sehe das, passt es, haben sie da irgendwelche füreinander geschoben, ist halt mit der großen Optik um einiges besser, weil ich kann mich gleich auf das Stück konzentrieren, auf das,
wenn das passt und wenn ich dann auch schießen kann. Und ich muss nicht über jegliche Utensilien da wechseln, dass ich halt irgendwann einmal zu dem Stiegel komme. Kurz zum Thema Bleifrei. Wie ihr wisst, ich bin Wiederlader-Begeisterter und ich probiere natürlich auch immer viele Sachen aus. Ich habe viele Sachen in Bleifrei probiert, bin aber jetzt beim Sachs gelandet, beim KJG. Wir haben es jetzt verloren in drei Kaliber. 8,68, 9,3 und 6,57. Ich muss sagen, bis jetzt sind wir wirklich sehr zufrieden. Es kommt dann ein extriges Video über das, wie wir dann wirklich das veranschaulichen, wie die Wirkungen auf verschiedene Distanzen sind. Und zwar, wir schießen auf Ballistik-Gelblöcke und schauen sie das an, bis wohin kann ich wirklich effektiv und auch weitgerecht jagen. Ihr seht, wie wir da ausgerüstet sind, was unser Arbeitsgerät ist. Da haben wir Bergara. Matthäus wird sich dann zu dem Thema, der macht immer die technischen Parts. Ich kann euch nur sagen, es schießt sich extrem wach. Wir haben mit dem wirklich von bis, also gerade bei uns ist es ein großes Thema, dass ich sage, ich kann vom Kitz bis zum Hirsch alles damit erlegen. Und da hat sich für uns die 6,5 Creedmoor eigentlich als sehr gute Allround-Patron bewährt. Es ist da die D-Optics-Glasel drauf mit 5 bis 30-facher Vergrößerung mit Ballistikturm und so. Und zu den, das technische Merkblatt wird jetzt der Matthäus ein bisschen bewerten. Wir haben da ein paar Kleinigkeiten, ein paar wichtige Kleinigkeiten, wo sich halt die Bergara da von manchen anderen anhebt. Und deswegen wir die auch verwenden. Wir haben die jetzt da 5 Jahre Einsatz. Das ist ein Bergara B14 HMR, Kaliber 6,5 Creedmoor. Warum Kaliber 6,5 Creedmoor? Das ist, wie manche schon mitgekriegt haben, immer mehr im Kommen. Wir waren, glaube ich, von uns in der Gegend einer von den Ersten, die was das probiert haben. Sind wirklich super zufrieden. Man kann in kleine Kaliber hohe Grammaturen verschießen, wo ich wirklich andecken kann vom Fuchs, sage ich mal, bis zum Hochwild. Dadurch hohe Grammatur, lange Geschosse, Tiefenwirkung. Da verschießen wir jetzt zum Beispiel auch die Sachs seit neuestem. Sind bis jetzt, wir haben schon ein paar Stickeln geschossen, hat wirklich super hingehauen. Noch kurz ein paar Vorteile zur Waffe. Wir haben da hinten eine verstellbare Backe. Ist, wenn man es vorher noch nicht gehabt hat und dann das einmal hat, weiß man, warum man das haben will. Und zwar, man schießt einfach viel ruhiger, wenn man wirklich auf weite Distanzen schießt. Ich habe die Genickentlastung, weil ich wirklich mein Jochbein da auf die Backe auflegen kann. Und man merkt gleich, wie ruhig man wirklich ist. Was ein Riesenvorteil ist, meines Erachtens, ist vom Schaft her, der vordere Teil des Schaftes ist eckig, der ist unten flach. Das heißt, von jedem Hochstand, von jeder Auflage, das Gewehr liegt satt auf. Das kann ich nicht verkanten, weil wir haben auch andere Waffen, die was das nicht haben. Und man merkt wirklich den Unterschied, wenn ich jetzt wirklich auf weit schieße, wie stabil das ist. Und ich kann mich auch ganz anders einspannen. Der schnelle Pistolengriff ist auch super, wenn ich jetzt wirklich lang auf ein Wild ziehe und die Waffe lang im Anschlag, passiert es bei anderen Waffen oft, dass man da das Gelenk einschläft oder das tut weh, dann muss ich die Hand weggeben. Das ist da nicht so. Das sind halt ein paar so kleine Dinge, die was von der breiten Masse ein bisschen anheben und wir bei dem Modell da gelandet sind. So, der Matthäus hat das jetzt natürlich wieder in Perfektion eingeschossen, wie immer. Da habe ich nicht die Geduld einfach, aber der Matthäus ist da wirklich ein Fuchs und jetzt hat er das dann über unser Ballistik-App, das wir da haben, mal vor eingestellt mit allen wichtigen Angaben, die da zu machen sind. Und jetzt haben wir das wirklich schön. Es ist sehr einfach in der Handhabung. Vielleicht, wenn der Hansi da mal geschwind zuberfilmt. Ja, man sieht jetzt, es ist sehr leicht einzustellen. Wir haben da jetzt die 200, die 300. Das sind die Grobeinstellungen. Wir arbeiten dann nachher immer wieder über das App, damit wir im App können wir den Winkel berechnen oder den Winkel einstellen. Die genaue Entfernung auf den Meter genau. Wir haben ein Windmesser, was jetzt natürlich nur zum Tragen kommt, wenn wirklich viel Wind ist. Und mit dieser groben Voreinstellung haben wir sich schon sehr viel erleichtert und da kann man dann wirklich auch, wenn man das ein bisschen übt und wir üben viel, kann man einen gezielten Schuss, je nachdem was man sich zutraut, aber zwischen 200 und 300 Meter ohne Probleme machen, wenn man dementsprechend übt. Also das hängt wirklich immer mit dem Üben zusammen, weil 300 Meter sind wirklich weit. Es ist natürlich jetzt auch so, dass das wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist, jetzt ein neues Gewehr zum Kaufen, ein neues Glasl zum Montieren, einen Klettersitz. Mag ich ja auch nicht wirklich, das ist eher was für Matthäus. Dann muss ich mir halt anders helfen. Und da ist das mit dem Salz wieder eine ganz super Sache. Wie ihr es im anderen Video gesehen habt, wie wir das mit dem Salz machen,
es ist immer, ich kann mir das auch richten, ich kann mir das steuern. Ich habe jetzt nicht den großen Aufwand, dass ich sage, ich muss mir um jeden Hochstand 27 Salzlecken richten, sondern in die Kultur, wo ich halt schon reinsehe, so wie da am Kulturrand oder was, in der Früh wieder, wenn es einen da hat, nehme ich mir einen Handel, schupfe mir es hin und habe mein Wild so, dass ich auch sage, wenn ich das nicht will, dass ich meine ganze Jagdausrüstung umändere, habe ich trotzdem meinen Jagderfolg, nur muss ich halt ein bisschen mehr tun dafür. Eben wegen der waldbaulichen Veränderung. Nur das nebenbei, weil uns natürlich auch klar ist, dass sich nicht jeder einen Klettersitz kaufen wird. Wie vorher schon erwähnt, habe ich gesagt, dass ich, auch wenn ich jetzt am Klettersitz bin, nicht recht viel Klumpert mit sein will. Und so habe ich mich auch ein bisschen optimiert. Und zwar, ich habe da jetzt ein neues Wärmebildgerät. Das ist das Infiray, der Finder FH35R, entschuldige. Aus dem Grund, ich habe immer mein Entfernungsmesser mitgebracht, ich habe ein Wärmebild mitgehabt, ich habe das Gewehr mitgehabt. Ja, das ist schon wieder auch darum mehr, was ich mit aufzahlen muss. Und das ist alles ein Gewicht. Und wenn man 15 Meter aufgeht, da brauchst du dann einmal eine halbe Stunde zum Regenerieren. Und das Wärmebildgerät hat ein Entfernungsmesser integriert. Was auch nicht nur beim Klettersitz die Jagerei einfacher macht, sondern auch beim Bierschen. Weil ich brauche jetzt nicht immer irgendwo den Entfernungsmesser mal ankramen oder wenn ich am Quer den Entfernungsmesser oben habe, ich muss nicht immer das Quervierer nehmen und schauen, passt die Entfernung, kann ich schießen, sondern ich habe das Quer umgehängt, kann bierschen oder am Klettersitz eben ganz egal und weiß sofort, okay, ob jetzt kann ich schießen und vereinfacht die ganze Geschichte. Im Endeffekt zwei Trimmer mit, drei Backelzigaretten habe ich auch mit, aber genau. Kleinen Extra-Tipp noch vielleicht im Wald, damit ihr, wenn ihr jetzt nicht den Hund immer parat habt, dass ihr eure Stücke wieder findet, wie es der Matthias zuerst schon gesagt hat, mit dem Entfernungsmesser, ist jetzt wurscht, ob das ein Wärmebild-Entfernungsmesser ist oder ein normaler, versucht, dass vor dem Schuss, wenn ihr es gemessen habt, merkt euch die Distanz, weil dann könnt ihr, wenn ihr zum Stück geht, immer wieder am Hochstand oder auf eurer Ansitzeinrichtung zurückmessen und habt dann einen sehr genauen Bereich, wo ihr das Stückel findet, weil sonst einfach ins Blaue gehen ist bei dieser Landschaft nicht möglich, da findest du den Stickel nicht. Immer messen vor dem Schuss und dann kann ich immer wieder, weil dort, wo ich gesessen bin, das weiß ich, und kann immer wieder auf das zurückmessen und habe zumindest meine Distanz, wo ich sage, da bewege ich mich dann ein paar Meter hin und her und werde da so meinen Stickel finden. Das als Zusatztipp, der sicher sehr, sehr brauchbar ist für den einen oder anderen. So, wir bedanken uns wieder recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das Video angeschaut habt. Seid bitte wieder so lieb und abonniert unseren Kanal, sollte das noch nicht geschehen sein. Schreibt uns einen Kommentar, wie ihr es das seht, wie ihr es das macht. Und natürlich mit euch einen Kommentar, wie vorhin schon erwähnt, könnt ihr auf unserer Verlosung teilnehmen, was der einmal mit dem Hardquant wirklich eine super Sache ist. Wir haben das in der Brunft sehr oft angehabt, gerade wenn es heiß war, war das eine ganz super Geschichte. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen und ein kräftiges Weidmannsheil. Bald Sepp. Weidmannsheil, fertig.